Hallo ihr Lieben, Katrin von Maxi Primus heute wieder hier und ich habe etwas ganz Tolles bekommen und zwar von der Catherine Nail Collection. Ein Paket habe ich bekommen und zwar bin ich in der Blogger Lounge und da habe ich ein Willkommensgeschenk bekommen. Einmal ein Lifestyle Magazin. Das habe ich mir auch schon durchgeblättert. Aber etwas anderes, das möchte ich mit euch heute ausprobieren, habe ich noch bekommen. Und zwar die Remover Box Raspberry. Die machen wir erstmal auf und dann zeige ich sie euch in die Kamera. So, passt mal auf. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Weil meine ist nämlich alle. Ich gebe zu, ich gestehe, ich habe nicht diese, sondern von einer anderen Marke verwendet bisher. Bin aber sehr gespannt, ob die jetzt besser ist oder schlechter oder. Ich probiere das jetzt einfach mit euch. Und ja, den Nagellack kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video oder vorletzten Video. Der ist jetzt schon seit einer Woche auf meinen Nägeln und ihr seht schon, er hat ein bisschen gelitten vorne. Kann man das erkennen? Und außerdem habe ich mal Lust, meine Nägel wieder etwas zu kürzen und einfach eine neue Farbe zu lackieren. Deswegen muss der runter. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Einmal schauen. Okay. Ja, das duftet wirklich angenehm. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist ein Schwämmchen drin, das stecke ich einfach. Ich weiß nicht, ich mag es nicht so sehr kippen. Seht ihr das? Kennt ihr wahrscheinlich solche Remover-Boxen? So, ich stecke meinen Finger hier rein. Und dann drehe ich das einfach ein bisschen und bin gespannt, wie gut der Remover den Lack löst. Sehr gespannt. Wow, das ging aber mal mega schnell, oder? Alles ab. Zack. Sogar in den Ecken. Da habe ich immer das Problem bisher gehabt bei meinen Remover-Boxen, dass das nicht so der Fall war. Aber ich merke das schon, das Schwämmchen hier, das schließt sich richtig um das Nagelbett. Also das, ja, ist ganz toll. Also, ist ja Wahnsinn. Schaut mal. Magie. Und duften tun die Hände auch noch und er pflegt auch noch. Moment mal, ob ich das lesen kann. Für Kunst- und Naturnägel mit Himbeerduft und pflegenden Vitaminen E und B5. Dieser Remover. Das merkt man auch. Also die Nägel sind überhaupt nicht trocken oder spröde, nachdem man die hier aus dieser Box wieder rausgezogen hat. Ganz, ganz toll. So, den Rest mache ich jetzt ohne euch. Oh, jetzt, das muss ich euch noch zeigen. Hier hatte ich einen Effektlack drauf. Und Effektlacke gehen ja bekanntlich sehr schwer runter. Jetzt bin ich gespannt, ob der vielleicht sogar mit diesem Entferner, Nagellackentferner, sich leichter entfernen lässt. Mal schauen. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Wenn ihr so Effektlacke habt, so Glitzerlacke oder so. Ja, da tut er sich auch ein wenig schwer. Schaut mal. Da muss ich doch meinen Spezialentferner wieder nehmen. Also da, also es geht. Es geht besser als mit anderen üblichen Boxen, die ich bisher verwendet habe. Aber ich denke mal, mit Spezialentferner ist es doch immer noch am besten und am einfachsten und am schonendsten, vor allem für die Nägel. Ja, die großen sind immer noch drauf, schaut mal. Okay, also, ich empfehle die auf jeden Fall. Kann ich euch absolut empfehlen. Die ist super, die Catherine Remover Box mit tollem Himbeerduft. Ich liebe ja Himbeeren. Ihr bestimmt auch. Ich meine, wer mag keine Himbeeren, oder? Ja,
Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.